Willkommen bei Zonens und James, zwei amerikanische Marken. Ich habe jetzt den Luxus, dass der Sebastian Zuccalli jetzt hier Kameramann spielt. Der ist von seiner Stimme leider nicht in der Lage, das jetzt hier mit mir begleitend zu machen. Ich habe jetzt einen Crashkurs bekommen. Ich habe gerade ein bisschen Zeit, warten, bis der Trainingsstand soweit ist. Für den Pressetermin um 5 Uhr, da dachte ich mir, ich nutze die Möglichkeit und zeige Ihnen mal Marken, die sonst bei uns nicht so im Fokus stehen und die vielleicht trotzdem interessant sind, kennenzulernen. Ich habe jetzt gerade eben einen Crashkurs bekommen, in der Hoffnung, jetzt einen guten Einblick zu kriegen. Und wenn ich irgendwas Falsches sage, dann bitte schreien und korrigieren. Ja, wir gehen es durch. Es geht im Wesentlichen bei der Marke Zonens um das Thema, wie bringe ich Sound an Orte, die anders sind als es der typische Standlautsprecher im Wohnzimmer, den man sich da so hinstellt. Sprich, wir reden von klassischen Integrationslösungen im Sinne von Garten oder generell im Wohnbereich. Multiroom ist auch ein Thema. Und in dem Sinne nehmen wir jetzt mal hier drüben dieses Panel, denn hier ist die Akustik besser, als wenn ich mich da jetzt in diese Box stelle. Sebastian, hier ist ja dasselbe Programm drauf wie drüben. Gut, er nickt. Also, dann komm mal kurz rüber. Kann man das so gut lesen? Also, ich habe gerade von Integration gesprochen, Dedicated Theater, coming soon, okay. Haben wir vorhin gar nicht behandelt, kommt jetzt auch nichts. Home Theater gibt's nicht. Also, Music for Home, war auch keine Lupe drauf. Gut, die nette Dame überspringen wir hier, Entertainment Spaces, da geht's hier um das Thema, klassisch. Indoor. Bitte? Indoor. Klassisch. Erstmal um das Thema Indoor. Okay, alles klar. So, hier haben wir es. Also ein großes Thema ist zum Beispiel, wir überspringen das Ganze. Wir machen es ganz einfach mit den Lautsprechern selber. Kommen Sie mit. Bevor ich jetzt hier auf dem Touchscreen die ganze Zeit rumdrücke, zeige ich mal hier, welche Arten von Lautsprechern es gibt. Ein In-Store-Lautsprecher wird so verbaut, dass der zunächst mal in die Rigipswand mit integriert wird, dass er möglichst flächenbündig ist und dann wird alles gemeinsam verspachtelt. Wir gucken uns nachher noch ein Werkzeug dafür an. Und hier zeigt man dann schon mal die Möglichkeiten, die man hat, besonders jetzt hier, um die zu integrieren, mit dem Ziel, dass das hier mit einem ganz dünnen Rahmen ausgestattet ist, nicht so übersteht wie zum Beispiel hier. Da kann man immer auswählen, hell-dunkel, bis hin zu Holzlösungen oder komplett unsichtbar. Und man kann sich das ganz einfach so vorstellen, James Loudspeaker gehört zu Zonens, die wurden übernommen oder aufgekauft und ist so höher positioniert von dem, was die machen. Ein Punkt, wo man das ganz deutlich sieht, wenn wir hier nochmal auf die In-Store-Lautsprecher draufschauen, jetzt hier nach Kategorie durchsortiert, sieht man hier bei James Lautsprechern einen Lautsprecher oder eine Lösung mit dem Ansatz, die Klangqualität, die man bei einem klassischen, vollwertigen Regallautsprecher hat, 1:1 in eine Wand zu bauen. Und bei James ist es die Art des Hauses, dass man hier dann ein Flugzeug-Aluminium-Gehäuse für den Lautsprecher nimmt. Anscheinend ist Flugzeug-Aluminium zum einen so ein bisschen das Fable vom Firmenentwickler oder Firmengründer. Lässt sich wohl auch besser verarbeiten. Auf jeden Fall gehe ich mal hier näher ran ans Mikrofon. Ist das hier sehr massiv gebaut und der Vertriebler hat wirklich leuchtende Augen bekommen, als er mir berichtet hat, wie die Dinger spielen im Hinblick auf klanglich, absolut über alles erhaben. Klar, man braucht natürlich eine relativ dicke Wand. Und in Zusammenspiel mit dem Umstand, dass man bei James Speaker einen sehr großen Wert auf Individualismus legt, kann man sich solche Lautsprecher, bitte korrigiert mich jetzt, auch anpassen lassen. Genau. So. Und deswegen machen wir es jetzt hier nicht so ganz groß und ausführlich. Hier gibt es einfach ein paar Beispiele. Ein bisschen flacher, ein bisschen tiefer, ein bisschen dicker, verschiedene Hochtöner. Da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, einfach mal nur so eine ganz kurze Produkt- und Markencharakterisierung machen. Und wenn wir uns hier mal dezent ums Eck schleichen und den Disco-Charakter etwas runterfahren, wird es jetzt hier interessant für Leute, die sich gerne im Garten gute Musik gönnen. Hier baut nämlich Zonens einmal den schönsten Lautsprecher aller Zeiten mit den bestverstecktsten Schrauben. Aber leuchtende Augen habe ich gerade eben auch gesehen bei der Standvorführung, wie gut dieser Lautsprecher spielt oder das nächstgrößere Modell, der dann wirklich so groß ist. Und natürlich ist das jetzt kein High-End-Lautsprecher in dem klassischen Sinne, dass man jetzt die Grillen noch die letzten Zehntelprozent besser zirpen hört.
oder den dritten Klarinisten von der anderen Seite noch. Das ist eine ganz andere Nummer, wenn wir jetzt ins Heim reingehen und dann da klassisch audiophil hören. Aber der Anspruch ist hier so gut, wie es irgendwie möglich ist. Und die Lautsprecher sind anscheinend absolut unverwüstlich, liegen so preislich zwischen 6.000 und 10.000 Euro das Paar, sprich klein oder groß. Und die können sie hinter ihrer Hecke verstecken und haben einen richtig coolen Sound, der manchen Bereichen sogar vielleicht besser ist wie zu Hause, weil wir haben Freifeldbedingungen, da kann nichts groß rumdröhnen. Also für die nächste Gartenparty, wenn es möglichst gut sein soll, kann das hier eine Option sein. Wie gesagt, wir machen heute mal so ein bisschen Freestyle. Nicht immer alles muss komplett heimkinomäßig sein. Und hier bei den Lautsprechern, da kriege ich es jetzt aber hin, hier ein bisschen rumzuwischen, da steht das Thema Integrated Sound im Vordergrund. Sprich, möglichst praktisch und kompakt gebaut und so robust, genau wie auch schon die Lautsprecher da drüben mit dem Ansatz, die können Tag und Nacht draußen stehen, da kann es schneien, da kann draußen ein Sturm wüten oder es extrem regnen, halten die Dinger aus. Die sind auch aus dem Marinebereich anscheinend und die Lautsprecher werden auch auf Wunsch, auf Kundenanfertigung, also auf Kundenwunsch hin gebaut von der Gehäuseabmessung, von der Gehäusevarianz her. Was man hier an diesem Bild sieht, wenn man hier mal ein bisschen näher reinschaut, kann man jetzt hier das Spielchen spielen, wo sind hier die Lautsprecher versteckt? Und die Antwort, na, haben Sie es gefunden? Die Antwort ist hier. Ah, jetzt habe ich zu viel gedrückt, aber hier sieht man es jetzt gleich nochmal besser. Sprich, hier hat dann James, also James Loudspeaker, exakt für das Rastermaß, was wir hier dann zur Verfügung haben, die Lautsprecher gefertigt. Man kann dann auch hier das Gitter natürlich dementsprechend platzieren. Oder andere Anwendungsbeispiele. Jetzt könnten wir hier so ein wunderbares Suchspiel machen. Wie heißen diese Bilderbücher für Wimmelbilder heißen die, glaube ich, ja? Ja, wo ist jetzt hier das Subwoofer versteckt? Wir machen es kurz, sonst wird das Video zu lang. Hier drin. Und auch hier kann ich jetzt einmal drücken. Et voilà, es ist ein Subwoofer geworden. Im Heimkino haben wir für gewöhnlich nicht die Attitüden, dass sich die Sachen verstecken müssen. Wohl aber in exponierten Situationen, wo man trotzdem einen gewissen Sound haben möchte. So, klicken wir nochmal durch, dann haben wir hier eine kleine Übersicht. Wieso heißen die eigentlich Marine-Lautsprecher, wenn die jetzt hier gezeigt werden mit Architectural Applications? Ratloses Ineinanderblicken sehe ich da. Weil die Serie insgesamt bis zur Marine hochgeht. Das okay, die Serie geht bis zur Marine hoch, was auch immer das bedeutet. Aber gut. Seeluft, Seewasser. Okay, das ist wohl die höchste Form der Beanspruchung. Das macht jetzt genau Sinn. Das. Ich habe leider noch nicht genügend Geld verdient mit unserem YouTube-Channel und mit unseren Heimkinos, als dass ich aus meiner Praxis über eine Yacht verfüge, wo ich weiß, dass die entsprechend salzige Seeluft die höchsten Anforderungen stellt. Da, wo unser Showroom ist in Kreis Ludwigsburg, haben wir leider diese Situation ja, nicht. Aber die würden es aushalten. Die würden es trotzdem aushalten. Und außerdem, wie ich in der Story auch vorhin erzählt habe, noch viel mehr als das. Okay, ja, okay. Die Story überspringen wir, außer sie sind Taubenliebhaber. Kurz und knackig, die Dinger sind robust. Und Sie können jetzt die Überleitung zur Taube gedanklich herstellen. Wenn Sie sich vorstellen, dass die hier Wedge-Lautsprecher nicht ohne Grund heißen. Das hat jetzt nichts mit irgendwas zum Essen zu tun, sondern der Gedanke ist, dass die Lautsprecher, so wie es hier gemacht ist und hier nochmal visualisiert wird, unter den Dachgiebel platziert wird. Und jetzt kommt der Clou an der Sache. Sie bestellen sich die Lautsprecher so, wie Sie es haben wollen. Wie gesagt, James, die haben diese Aluminium-Strangprofile. Und dann kriegen Sie, wenn Ihre Dachgaube 3,50 Meter braucht, exakt 3,50 Meter, hängen Sie das Ding hin, haben es komplett verkleidet. Sebastian, kannst du mal eine Detailaufnahme machen von dem Teil hier oben? Weil das ist genau dieser Punkt, wo man dann eine schöne Optik hat, da kommt der Sound raus. Und jetzt setze ich noch einen drauf, weil ich vorhin brav aufgepasst habe. Fällt mir gerade ein, ich habe die Preise bei denen da drüben vergessen. Aber lasst mich kurz überlegen, lasst mich es repetieren. Die Preise lagen zwischen 1.000 bis 4.000, 3.000, 3.000. Sag's doch laut. 750 bis 3.000. Okay, 750 bis 3.000. Ich bitte um Verzeihung, dass ich mir nicht alle Zahlen sofort merken konnte beim einmaligen Standdurchgang. Aber was jetzt wirklich wichtig ist, dass wenn man hier die Lautsprecher schon konfigurieren kann von dem Stranggussprofil, dass sie dann noch bestimmen können, was soll es eigentlich für ein Lautsprecher werden, denn daraus erwächst eine komplett andere Application. Sprich, man kann entweder sagen, ich habe einen Single ausgestatteten Lautsprecher oder halt für eine Stereo-Lösung. Sie können es selber lesen, aber ich bin gespannt. Ich lasse das mal hier kurz für ein paar Sekunden stehen
und frag sie jetzt, für was kann das sinnvoll sein, dass ein Hersteller Ihnen solche Lautsprecher exakt auf Maß baut, auch mit der Bestückung. 3, 2, 1 und dann Fernseher. Sie können, egal welchen Fernseher Sie kaufen, letztendlich so einen Wedge-Lautsprecher absolut passend dazu bekommen. Und irgendwo hier war das auch gezeigt. Soundbar. Ja. Und ja, aber das ist dasselbe Prinzip. Das Prinzip ist dasselbe. Also genau. Okay, das ist letztendlich hier die klassische Lösung, die man für Heimkinos hier kurz zeigt. Einmal von Sonens und von James. Das sind allerdings auch schon Produkte, die recht lang am Markt sind. Haben sich renommiert und etabliert, aber möchte ich jetzt nicht so in den Fokus stellen. Weil da gibt es garantiert schon sehr viel andere Publikationen. Soundbars in klassischer Form überspringen wir jetzt auch mal, weil ehrlich gesagt nicht so ganz unser Fokus. Du grinst so? Oder muss ich jetzt irgendwas sagen, damit du heute Abend gut schlafen kannst? Nein, ist das gleiche Prinzip wie bei den Wedges. Wie bei den Wedges, okay. Nur, dass es eine Soundbar ist. Ah, alles klar, okay. Ich habe dich so verstanden, dass man die Wedges als Soundbar benutzen kann, dass man sie dann ein bisschen anders montiert, dass die quasi nicht so... Nein, dafür gibt es dann, also das ist für unseren Fernseher gedacht und die Wedges sind wirklich klassisch für okay, die also gedacht. Die Wedges gibt es nur für oben die Dachkanten. Außer Sie haben so einen großen Fernseher, dass der oben drüber wieder Sinn macht, nur der sieht dann wahrscheinlich ein bisschen komisch aus. Und bitte nicht unten und oben drüber die Dinger bauen, die Wedges, auch wenn sich hier die Kollegen freuen, weil sie doppelt verkaufen. Da bin ich kein Freund davon. Das mit der psychoakustischen Mitte funktioniert bei links, rechts, aber nicht bei unten, oben. Okay, jetzt habe ich noch mal einen kleinen Bonus oder mehrere Geschichten. Also, wie kriegt man jetzt hier die Musik ein bisschen leiser, dass sich der YouTube GEMA-Filter nicht beschwert? Okay, wir machen es. Ah, okay. Also, ich zeige jetzt was. Das sind jetzt hier Professional Applications, sprich, da geht es um Gastronomie mit dem Gedanken, wie kann ein Gastronom gleichzeitig einen guten Klang kriegen, ohne dass es aussieht wie in einem HiFi-Studio. Und die Antwort von Sonens liegt darin zu sagen, wir haben hier verschiedene Module, die mit Ausnahme vom Hochtöner klein gehalten sind, aber ansonsten habe ich Bass, Mitteltöner, Subwoofer. Richtig? So habe ich es schon verstanden. Ja. Und so haben sie praktisch eine 3-Wege-Box aufgehängt an der Decke und die sind auf Klangharmonie mit den anderen Lösungen hier getrimmt, wo man hier nochmal entsprechende Deckenlautsprecher sehen. Sie merken, das kann man für gewöhnlich nicht in Deckensegel einbauen, die man so im Heimkino integriert. Schade, dass ich jetzt hier kein Interview führe, sonst würde ich mal ganz keck fragen, wo denn jetzt eigentlich genau ein Professional Lautsprecher für Gastronomie anders gebaut ist als derselbe Lautsprecher für Heimkino, / für Home Application. 100 Volt und hinten geschlossen. Okay, ich hoffe, Sie haben es gehört, 100 Volt und hinten geschlossen. Okay, es ist nicht meine Welt mit Gastro, aber in Reihe schalten. Haben wir ein bisschen was gelernt. So, jetzt können wir noch mal was lernen. Ich darf mich jetzt als Handwerker hier ausprobieren. Und zwar gibt es von Sonens ein schichtdicken Messgerät. Das ist jetzt nicht, damit Sie prüfen können, ob Ihr Tesla zu wenig Lack drauf hat, sondern hiermit kann man dann sagen, mal sehen, ob das Ding funktioniert. Oh, ich muss diesen hier anbringen. Okay, wir probieren das jetzt mal aus. Also, wir machen jetzt mal eine schichtdicken Messung. Haben Sie schon eine Idee, für was wir eine schichtdicken Messung brauchen? Jetzt mache ich irgendwas falsch. Alles, das ist alles in Ordnung. Das nehmen wir hier. Ich helfe dir dann. Okay. Also, Schichtdicken. Das ist hier live. Das ist ein Messevideo. Genau. Rough and dirty, so soll es doch sein. Ungeschönt. Genau. Also, Schichtdicken Messung, wir machen das Gerät einfach an. Jawohl. So, und dann gibt es 4 Punkte am Lautsprecher. Das sehen wir gleich drüben an der Wand nochmal etwas besser. Und zwar sind das diese äußeren Punkte hier hinten. Da ist ein Metallplättchen eingebaut. Mhm. Und das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist das da dran halten. Und dann kann ich hier. Obwohl, wozu hat er vorhin auf das hier gezeigt? Das habe ich jetzt gar nicht gebraucht. Nö. Auf das Kabel? Okay, ich habe es falsch interpretiert. Genau. Okay, und jetzt sehen wir es auch in der Kamera, dass man hier. So, das sind. 0, nee. Genau. Das sind die 0,6, die Min. Moment, die hier, ich muss mal erstmal gucken. Die ist das Relevante. Ich bin, genau. Genau. Ich und so? Hier haben wir den gleichen Wert. Hier ist ja halt auch überhaupt kein Putz drauf. Sebastian, deswegen. Sieht man das so auf der Kamera? Genau, das ist nicht kalibriert, okay. Deswegen wird er die Werte nicht richtig anzeigen. Aber Sie haben es im Prinzip verstanden. So, genau. Dann. Ich kann die Schichtdicke von allem, was ich auftrage, an Putz komplett. Jetzt hast du mir die Pointe versaut.
Okay, also Gedanke, war ein Witz. Also Gedanke ist klar, wenn Sie einen Stealth-Lautsprecher verbauen, dann wird er verputzt. Aber Sie können natürlich nicht die ganze Zeit mit Ihrem Geodreieck da sitzen und gucken, ob Ihr Maler das auch wirklich perfekt macht. Und damit können Sie es prüfen und zur Not sagen, da muss noch was runter. So, jetzt gehen wir nochmal ums Eck mit einem Produkt, wo wir uns jetzt mal von Lautsprechern kurz gedanklich lösen. Es geht um die Firma iPort, die nur für Apple-Produkte, unschwer am Namen zu erkennen, Lösungen anbietet, wo wir speziell mal auf das Mittlere eingehen, weil das auch für Custom Integration eine Lösung ist, wenn man, sprich jetzt immer von Heimkinos redet. Gedanke ist relativ einfach. Moment, ich mache es jetzt mal kurz so, dann habe ich beide Hände frei. So, man nehme ein iPad, man nehme eine Zusatzverschalung von der Firma iPort, übrigens Preis 3,80 für die Verschalung, 3,80 dafür und auch für anderes Zubehör, was an der Wand hängt. Ist eine Menge Geld. Der Gedanke ist hier nicht zu sagen, wir wollen jetzt hier mit einer 20 Euro iPad-Hülle konkurrieren, sondern eine Komplettlösung anbieten für die Leute, die einfach einen Systemgedanken auch mit solchen Lösungen haben wollen. Sprich, sie holen sich hier so einen Halter, der dann auch alles abwickelt, sprich Strom, Audio, Video etc. Wobei Video weiß ich gar nicht. Netzwerk, ja, Netzwerk ist das Wichtigere. Auf jeden Fall können Sie es dann hier magnetisch dranhalten und dementsprechend funktioniert das dann hier sehr einfach. Und das Tolle ist, man kann dann einfach auch untereinander, weil das ist eine Wandhalterung dafür, man kann dann untereinander fleißig kombinieren. Und weil das Ganze primär für den Gastrobereich ist, hat man hier zum Beispiel so ein Kartenlesegerät, dass man seine Feierabendpizza, wenn man im Restaurant sitzt, gut bezahlen kann. Und dann kann zum Beispiel jetzt die Bedienung hergehen und sagen, ich hänge das Ding hier hinten dran und kann dann hier, okay, zack, Kunde hat das und das bestellt und so kann ich es dann abrechnen. Klar, wir sind ja auf einer Installer- oder Integrator-Messe, da geht es nicht immer nur um Heimkino. Wir sind leider nicht die wichtigste Branche, da muss man auch mal über sowas reden. Man kann das Ganze dann auch noch in andere Richtungen erweitern, aber das sind jetzt Sachen, die sind noch nicht jetzt für den normalen Bereich verfügbar. Jetzt kriege ich hier noch mal eine Anweisung. Die Festinstallierten, genau wie hier drin. Die Festinstallierten, ja, finde ich jetzt offen. Gut, okay, Festinstallierte. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das jetzt groß interessiert, wenn Sie festinstalliert jetzt hier ein Display haben. Da merkt man halt, es gibt, wenn Sie jetzt in, was weiß ich, in irgendeinem Nike-Shop stehen und wollen irgendwo eine Info haben, dass Sie jetzt einen festinstallierten Halter haben für Ihr iPad, aber das haut mich jetzt nicht so vom Hocker wie dieses... Okay. Bitte? Im Flur, wenn du ein Smart Home hast, die Kids tragen sie. Okay, ja, also Sie haben es gehört. Also klar, man kann jetzt viel konstruieren, dass die Kinder es nicht wegtragen können, Smart Home etc. Gibt immer jemanden, der sowas braucht. Was ja auch der Grund ist, warum ich hier stehe und gesagt habe, komm, wir machen mal so ein Video. Ich nutze die Zeit und mache mal ein Bonusvideo. Also... Wir sind ja auf einer Messe, da kann es auch mal passieren, dass man jetzt, wie gerade eben, ganz spontan mal ein bisschen was reinbaut. Das ist ja gerade der Flair, das ist ja jetzt nicht geleckt. Das ist mir auch lieber, jetzt hier ein Video zu drehen, als jetzt zu irgendeiner Firma zu fahren und dann da in dem Showroom so ein Video zu drehen. Das hier ist live, das ist auf der Messe. Gucken auf der nächsten Messe, ob es da andere Produkte gibt, dann schauen wir weiter. Jetzt schauen wir noch mal kurz ein paar Lautsprecher von hinten an, dass ich noch mal erklären kann, wie das funktioniert mit diesen Stealth-Lautsprechern. Weil auch wenn das jetzt nichts ist, was wir typischerweise besonders intensiv machen, dann gehen wir mal hier rum. Also, Sie sind jetzt gerade eine Wand. Sie gucken jetzt von hinten rein und dieser Lautsprecher wird quasi in die Wand reingebaut. Das, was jetzt hier auf der Wand drauf ist, guckt dann nach vorne. Sprich, wir gucken einfach von hinten drauf. Sonnens legt hier großen Wert drauf, zu sagen, wir wollen was Robustes haben, was Alltagstaugliches, mit dem Gedanken, alles ist hier vergittert, da kann nichts reinfallen, wenn beim Bau irgendwo mal ein Krümelchen runterfällt oder keine Ahnung, irgendeiner stellt einen Aschenbecher dahin beim Einbauen, kann nichts passieren. Und Sonens gibt auch 15 Jahre Garantie auf die Lautsprecher. Bedingung ist, sie müssen einmal professionell nach Herstellervorgaben integriert sein. Wenn dann was ist, übernimmt Sonens sogar die entsprechenden Renovierungskosten, um Lautsprecher rein rauszunehmen. Richtig? Perfekt. So, und in dem Sinne hat man sich dann hier gesagt, jawohl, wir wollen es relativ dünn abbilden in verschiedenen Preisklassen und Größen. Und eine Besonderheit, und damit konkludieren wir das Video, ist hier ein Subwoofer mit 15 Zoll, super flach gebaut, weil man sich einfach sagt, Mensch, wir können zwar nicht dick werden in vielen Fällen, wir wollen ja nicht, dass der Raum kleiner wird, aber ob der jetzt hier so breit ist oder so, spielt keine große Rolle.
Und das ist dann auch wieder die Spezialität von diesem Anbieter zu sagen, wir machen jetzt voll auf Custom Integration Lösungen für verschiedene Bereiche. Das war jetzt nicht so heimkinobezogenes Video, aber dann da eine durchdachte Struktur, gewürzt noch von den Lautsprechern von James, die dann halt mit den Aluminiumgehäusen nochmal klanglich einen Schritt weitergehen. Ja, so viel mal hier von dem Messestand auf der ISI 2023. Das ist der Punkt, wo du ausdrücken kannst.